Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Günstiger Wohnraum in Bayern ist knapp. Vor allem in unseren Metropolregionen werden Mieten von teils mehr als 20 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Doch mancherorts gibt es noch bezahlbaren Wohnraum. Und es könnte mehr davon geben, wenn viele Vermieter nicht gezwungen wären, hohe Mieten zu nehmen. Das Problem: Viele Erben, die zu erschwinglichen Preisen vermieten, wird der sprunghaft gestiegene Wert von Häusern in guter Lage zum Verhängnis. Sie können die Erbschaftssteuer nicht aufbringen und müssen Hals über Kopf verkaufen. Oftmals an Investoren, die nicht sozial vermieten, sondern allein auf hohe Renditen abzielen. Und so werden immer mehr Betroffene zu Wohnungsspekulanten wider Willen. Wer etwa ein Haus in teurer Münchner Großstadtlage für 2 Millionen Euro verkaufen möchte, obwohl es 10 Millionen Euro wert ist, dem verlangt das Finanzamt Schenkungssteuer in Höhe von bis zu 30% ab. Schnell kommt dadurch eine Steuerforderung von mehreren Millionen Euro auf den Beschenkten zu. Das kann niemand bezahlen. Wer ein solches Haus nach seinem Ableben Familienmitgliedern vermacht, fährt auch nicht besser. Dann nennt sich die Millionenforderung des Finanzamts eben Erbschaftssteuer. Deshalb fordern wir Freien Wähler die Abschaffung der Erbschafts- und der Schenkungssteuer. Denn diese Steuern tragen zur Verschärfung der Wohnungsnot bei. Sie treiben Mietpreise in astronomische Höhe und führen oft zu weiterer Verdichtung unserer Städte. Außerdem greifen sie tief in die Vermögenssubstanz von Arbeitnehmern und Mittelstand ein. Denn die Abschaffung von Erbschafts- und Schenkungssteuer entlastet Menschen in ganz Bayern. Deshalb ist sie in unser aller Interesse. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.